Hi und willkommen zurück zu AQM. Heute suchen wir uns mal Portal-Stuff, bauen uns einen Drill und bauen den Portalraum. Hoffentlich. Deswegen bewertet den Part und viel Spaß. Und nicht vergessen zu abonnieren, da verpasst ihr auch nichts mehr. So war das, glaube ich. Und wir prüfen nächstes Mal nochmal die Zahlen. Robi hat die ja rausgehauen vorgestern. Und wir gucken mal, was da passiert ist. Der Drill. War das der Diesel-Mining-Drill? Ne, gar nicht. Das war der Steam-Mining-Drill. Und den bauen wir uns jetzt. Und wie wir uns den bauen, warte mal, Raw Iron. Sollen wir den dann hier rein tun? Glaub schon. Warte mal, wie viele Platten brauchen wir? Wir brauchen 2 große Platten. Das heißt, 8 davon. Ja, Kupfer haben wir aber genug, oder? Ach, guck mal, 4 davon, 1 davon, 2 davon. Ja, komm, da können wir nochmal bauen. Chillig. Wir probieren's aus. Unter Umständen haben wir genug. Wir haben genug, nice, okay. Und jetzt haben wir den, ne, haben wir noch nicht. Wir brauchen noch Furnace. 1, 2. Ah, ne, gar nicht, wir hatten ja, ich glaube, 6 Stück im System. Ah, ist jetzt auch egal. Und wir brauchen noch Eisenplatten. Ah, ja, gar nicht, die werden ja automatisch gar nicht rausgezogen. Hm. Hier, Large Plates. Hallo? Und die packen wir dann in den Steam Mining Drill. Oh, warte mal. Ich muss jetzt so machen. Nee, oder? Doch. Lol. Ist voll. Ja, warte mal. Place fuel inside the drill. Right click. Oh, das ist ja easy going. Warte. Lol. Jetzt ist das da drin. Kann ich noch mehr reintun? Lol. Jetzt ist das auch da drin. Kann ich noch mehr reintun? Boah. Oh, entspanntes Geräusch im Cave. Wenn man das ganz genau abpasst, dann kann man so voll schweben. Okay, wir brauchen jetzt prinzipiell erstmal Tough. Kabel on the seat. Ist das tough? Das ist tough. Oh, oh. Lol. Ist der jetzt angegangen? Anscheinend, ne? Jetzt haben wir 48 tough. So, nächstes Ding. Wir machen hier mal ganz kurz eine Fackel hin. Also wir haben jetzt wir haben für die Caving Dimension haben wir jetzt tough. Nächstes Ding. Die Climbing Dimension brauchen wir Schneeblöcke und die Hunting Dimension, was brauchen wir denn da? Lederblöcke? Warte mal. Made with Oak Logs. Ah lol, ich muss Oak Logs nehmen und die anzünden. Hört sich cool an. Also brauchen wir noch Schneeblöcke. Oh, WTF. Und das Schöne ist, wir haben ja schon eine Treppe nach oben jetzt. Oh. Alter, der kann ja mal richtig hardcore die Treppen hochsprinten. Warte mal, haben wir irgendwo einen Berg, wo Schnee... Da ist Schnee. Da brauche ich den Kompass ja gar nicht. Chillig. Und Schmetterling. Warte, aber diesmal wirklich. Da, guck mal. Oh. Also wenn ich ehrlich bin, glaube ich, dass hier gar kein Schnee ist. Die haben mich verarscht. Dann gehen wir da hin, oder? Vielleicht ist das auch kein Schnee. Guter Schnee, ja, das hatten wir auch. Oh, ich brauchte noch Schnee dafür. Ich finde gut, also ich muss wirklich sagen, ich finde gut, dass wir öfter mal unterwegs sind. Weil bei den anderen Modpacks, da baust du quasi deine Rohstoffmaschinen. Dann fängst du an und gehst nie mehr aus dem Haus. Also ich finde es schön, dass man hier halt raus muss. Und vor allen Dingen gibt es hier auch eine Quest, dass man die Dungeon-Items finden muss. Und ich glaube, so Sachen machen wir auch noch. Fresse. Oh, warte mal, wir können Botania-Pflanzen mitnehmen, oder? Also ich glaube, dass der Schnee, den wir da hinten sehen, gar kein Schnee ist wieder. Ach, komm jetzt. Ja, was machen wir denn da? Ja, 7 Kilometer ist jetzt nicht das beste Ding, gebe ich zu. Snowplants. 3000, das glaube ich okay, oder? Da ist ein Eisbiom. Hui. Oh, das ist so cool. Guckt euch das mal an. Das sind so... Kleinigkeiten an Modifikationen, die einfach so cool sind. Ob wir nicht nur Schnee mitnehmen, sondern noch Eis. Aber das ist nicht das Biom, was wir eigentlich gesucht haben, oder? Da ist genug Schnee drauf. Wir nehmen den Silk Touch Bohrer. Das ist aber gar kein Iglo. Okay. Naja, Snowblock, nice. Ja, oh mein Gott, haben wir Eis. Okay, das reicht. Müssen wir nur noch unser Schiff finden. Vor allem unser Schiff. Genau, Captain Davy sucht seinen Dreimaster. Oh, da kommt er. Ha!
Haha! Oh, warte mal, irgendwo ist hier ein Spawner hingefallen. Da ist er! Oh, das ist voll geil. Man kann nämlich Spawner abbauen mit Silk-Touch. Das dachten viele Leute früher echt, ne? Aber früher wurden die verarscht. Ich glaube, wir fahren immer um die Insel rum. Ich glaube, wir können das Ganze, ja, abkürzen nicht. Also wir machen schon eine längere Tour jetzt, aber wir fahren jetzt außenrum durch den See bis nach uns. Aber leider müssen wir da hinten bei dem Haus halten. Huh? So, dann haben wir hier noch unseren... Der Rucksack ist größer als mein Inventar, ey. Das ist so krass. Und wir haben zwei Spawner, wie cool. Ach ne, warte mal, Mist, Deep Slate nicht. Schnee brauchen wir. Was war das andere? Oak. Da ist Oak. Aber wir hatten noch vier Portale. Tough. Und wir brauchen noch Obsidian. So, genügend Rohstoffe besorgt. Und jetzt geht's in den vorher ausgehobenen Portalraum. Und dann setzen wir mal die Portale. Okay, schaut auf den ersten Blick sehr interessant aus, muss ich sagen. Aber wir könnten den Raum ja noch zwei breiter machen, oder? Aber wir lassen es jetzt. und jetzt nehmen wir das Flint and Steel. Oha, das funktioniert einfach. Oh, guckt euch das an. Ah ne, das kennen wir schon. Und das letzte. Hammer. Fangen wir hier an. Oh mein Gott, was ist hier passiert? Oh doch, geht. Oh mein Gott. Nicht verbrennen. Hilfe! Ja, das wäre natürlich doof. Alter. Hilfe! Ja, moin! Weißt du, da kommt ein full-equipped Zombie raus. Der ist besser equipped als ich. Oh, der, ich glaube, der ist runtergesprungen. Glück gehabt. Okay, da kennen wir uns jetzt aus, da waren wir schon drin. Wir nehmen die nächste Dimension vor uns. Tough. Das ist, glaube ich, ein Bergbiom-Portal. Cave-Biom, okay. Aber hier kann man auf jeden Fall ordentlich Erze farmen. Dafür sind halt die Mining Dimensions, ne? Okay, wir gehen wieder raus. Ah, ne Mushroom Fields war das. Da kann kein Mob spawnen. Okay, eine Höhle. Haben wir Glück gehabt. Jetzt gehen wir... Das müssten Berge sein. Oha, das sieht ja mega nice aus. Einfach das Terrakotta-Biom. Jo, voll gut. Auch mit Strukturen drin. Guck mal, das ist ein Luftschiff. Und dann noch das Deep Slate Portal. Oh. Ja, zumindest haben wir jetzt mal alle Dimensions gesehen. Und das hier ist auch noch krass. Warte mal, ich wollte einmal gucken, wo wir da sind. Was ist das? Warum? Schnell weg. Alter. Oh. Alle Mining Dimensions aufgemacht. Und es gibt noch eine Belohnung bei diesen Dimensions. Das holen wir uns jetzt mal ganz kurz ab, denn es gibt eine Quest. Und es gibt einen Random Weapon Reward. Es gibt über 20 Waffen. Ich möchte kein Schwert haben, bitte. Ich habe einen Anker bekommen. Warum habe ich einen Anker bekommen? Cool. Ich meine, 10 Damage für einen Anker ist schon cool, aber da waren so geile Waffen bei. Da gab es ein Katana, Breitschwert. Ich kriege einen Anker. Ah, Schmutz. So, jetzt ist die Frage, hör mal.
Jetzt ist die Frage, was machen wir als nächstes? Also wir können jetzt natürlich das Industrial-Gedöns weitermachen. Ich wollte mir nur ein bisschen Eisen holen. Aber diese Mining Dimensions hätten wir direkt bauen sollen, ne? Weil ich weiß, wie schnell man die Eisen bekommt. Und Kohle vor allen Dingen. Und das Krasse ist, wir sind hier auf Höhe 285. Das ist, glaube ich, sehr hoch. Wenn wir eine Query durchschicken, das wäre der Wahnsinn.